wieder werden die Ärmsten, die bedürftigen Menschen im Staat als Gefahr bezeichnet. Sie haben gesagt, wem gehört die Stadt? Ja, die Stadt gehört auch den Obdachlosen, nicht nur uns, die ein Dach auf dem Kopf haben. Und hier wird traurigerweise es auch beschämt, dass Obdachlose als Gefahr bezeichnet werden, sondern dass Obdachlose tagtäglich Gefahren über sich gehen müssen, dass sie auf der Straße leben. Darüber diskutieren wir nicht, sondern wir diskutieren darüber, meine Oma, mein Kind, könnte das oder jenes passieren. Es könnte auch von anderen passieren, nicht nur von den Obdachlosen, auch von den anderen. Daher ist es traurig, es ist beschämend. Es ist auch beschämend, dass wieder eine rechte Partei die Obdachlosigkeit nützt, um den Rassismus zu schüren. Die Gefahr sind nicht die Obdachlosen, nicht die Obdachlosen aus dem Ausland, sondern das Problem ist, dass sie auf Rücken dieser Menschen die Gesellschaft spalten, die Gesellschaft in eine Gefahr bringen. Gute Migranten, schlechte Migranten, gute Obdachlose, schlechte Obdachlose, sondern sie sind die Gefahr für diese Gesellschaft, nicht die Obdachlosen. Und wir haben 23 tote obdachlose Menschen. Darüber redet man nicht. Wir haben 19.000 wohnungslose Menschen. Darüber spricht man immer weniger, sondern das Problem ist, dass wir eine gescheiterte Wohnungspolitik haben, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Einkommen bezahlbare Wohnung bekommt, dass Menschen nicht auf der Straße schlafen. Wir haben ein Problem, dass immer mehr Büroräume gebaut werden, wo wir nicht mehr nötig haben. Fast 1 Million Quadratmeter Büroraum steht frei, anstatt dass Teile von diesen Büroräumen umgebaut werden für Menschen, die kein Dach auf dem Kopf haben, dass sie nicht auf der Straße schlafen müssen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Frau Engels-Hegel? Ja, Sie haben ja von Büroraum gesprochen, der leer steht. Tatsächlich ist die Stadt ja händeringend auf der Suche nach weiteren Immobilien, Liegenschaften, Grundstücken, um Unterkünfte, öffentlich-rechtliche Unterkünfte zu schaffen. Wenn Sie also eine konkrete Immobilie im Kopf haben, wenden Sie sich gerne an die Sozialbehörde, schicken Sie Ihnen die Daten, wie man das nutzen kann, wen man ansprechen kann. Es wird händedringend gesucht. Über hilfreiche Hinweise sind alle herzlich. Immer bedanken sich alle herzlich. Wenn eine Behörde mit tausenden Mitarbeitern nicht in der Lage ist, rauszubekommen, wo leere Räume sind oder Büroräume sind, wo im Statistischen Landesamt Internetseite steht, dass über 700.000 Quadratmeter Büroleerraum steht, das sind nicht meine Angaben, dann müssen Sie als Behörde wissen, dass es ausreichend leere Büros gibt. Problem ist, dass Sie das nicht beschlagnahmen wollen. Problem ist, dass Sie das nicht umbauen wollen. Problem ist, dass Sie das nicht eigenständig in die Hand nehmen wollen. Wissen Sie, ich bin Handwerker, kommen Sie einen Tag mit mir, wir fahren mal durch die Stadt, ich zeige Ihnen, wo die leeren Büroräume sind. Wenn diese Behörde mit 1.000 Mitarbeitern nicht hinbekommt, dass man rauskommen will, daher, Sie müssen nicht mit dem Thema befassen, statt immer Zwischenrufe zu machen, sondern das Problem ist, Sie haben kein Interesse, dieses Problem zu lösen, sondern Sie haben ein Problem, dass Sie auf Rücken von Obdachlosigkeit hier, ja, dann machen Sie nicht Zwischenrufe, dass auf Rücken der Obdachlosigkeit hier Politik gemacht wird, sondern wir müssen die Gründe dafür abschaffen. Wenn wir Wohnungen bauen, wenn wir Wohnungsbau mit einem Zweidrittelmix bauen und am Ende kaum ausreichend Sozialwohnungen sind, wo bestimmte Menschengruppen wie Obdachlose bevorzugt werden, dann werden Sie auch in den nächsten 7 Jahren das Problem nicht lösen, sondern das Problem wird weiterhin bleiben. Daher muss die Stadt selber die Sache in die Hand nehmen, den Wohnungsbau nicht den großen Konzerninvestoren überlassen, wie in Kleingrasburg was stattfindet oder was in Elbbrücken stattfinden wird, sondern wir haben stadteigene Unternehmen, Saga GWG, sondern wir müssen selber in die Hand nehmen. Daher, die Gefahr kommt nicht von den obdachlosen Menschen, die auf der Straße leben, sondern dass sie auf der Straße leben müssen, gefährden sie ihren Leben. Dafür müssen wir uns als Gesellschaft schämen, dass wir in einer reichen Stadt wie in Hamburg immer noch Obdachlose haben, immer noch Wohnungslose haben, immer noch das Problem haben, dass Tausende von Menschen keine bezahlbare Wohnung finden. Dankeschön.